Also mein Name ist Hannan Dodi und bin vom Label Marodes Haute Couture und komme aus Frankfurt. Ich mache die Mode jetzt seit circa 1 Jahr und 9 Monate, also relativ frisch auch. Und warum marokkanische Mode? Weil ich einfach Marokkanerin auch bin. Ich liebe die marokkanische Tradition. Von der Idee bis zum Kaftan dauert es schon um die circa 2 Monate. Ja, natürlich, je aufwendiger der Kaftan ist, je mehr Handarbeit da reingesteckt wird, natürlich umso länger. Es fängt halt damit an, dass ich erstmal die Idee habe, das Ganze zeichne und versuche dann die Stoffe dann auch zu finden, die ich mir dann halt da vorgestellt habe. Also meine Stoffe, die sind tatsächlich individuell. Also da, wo ich schöne Stoffe finde, die untypisch vor allen Dingen sind für die marokkanischen also Trachten und Kaftane, die reizen mich dann umso mehr. Und die beziehe ich teilweise oder eigentlich hauptsächlich hier aus Deutschland und nicht aus Marokko. Und für die marokkanischen Details, wie die Sfifa und Laket, das sind halt diese marokkanischen Knöpfe und die Ornamente, die sozusagen gesetzt werden, das ist marokkanische Handarbeit, die kriegst du hier in Deutschland zum Beispiel nicht. Leider ist es halt in Deutschland so, dass der Kaftan immer als unschön oder, ich sag mal in Anführungsstrichen, unsexy rüberkommt. Ja? Und ein Kaftan kann super schön sein, super elegant und kann zu jeder Feierlichkeit getragen werden. Das ist halt mein Ziel, dass ich das tatsächlich nach Deutschland bringe, dass es jetzt nicht nur die Marokkaner anspricht, sondern international wirklich jeden. Das ist so hauptsächlich mein Ziel, einfach den Kaftan den anderen Leuten viel, viel näher zu bringen und zu zeigen, dass ein Kaftan super, super schön ist.